Hallo Freunde, hier ist offen, hier mache ich mal lieber zu. Wie habe ich denn auf den anderen Seiten zugemacht eigentlich? Noch gar nicht, ne? In der Tat noch gar nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier zumachen soll. Ein großer Spaß. Ich glaube mit... Nee, mit Holz müsste ich da zumachen eigentlich. Probieren wir es gerade mal aus. Mal gucken, wie das dann wirkt von innen und von außen. So, jetzt haben wir auch kein Holz mehr. Aber wir können ja zum Glück... Gott sei Dank habe ich noch welches dabei. Ich dachte jetzt schon, wären wir wieder geliefert. Ich überlege gerade, ob ich hier ein großes Fenster reinmachen soll oder vielleicht nur ein kleines Fenster. Schwedische Börnemusik. So, das sieht jetzt ein bisschen sehr hardcore zugebaut aus. Ich glaube, ich habe eine Axt dabei, ne? Wieso mache ich das denn immer so? So, hier mache ich dann trotzdem dicht, beziehungsweise da mache ich einfach mal Glas rein. Mache ich unser normales Glas da rein oder mache ich da Fensterglas rein? Eigentlich müsste das Fenster da unten sein. Naja, egal. Glücklich bin ich damit nicht. Aber was soll es? So, haben wir hier eine Spinne, die mal versuchen kann, hier hochzuklettern. Nein, haben wir nicht. Und vor allen Dingen, wie komme ich denn jetzt aufs Dach rauf, wenn ich da basteln will? Hilfe! Ich bin gerade wirklich überfragt, wie ich jetzt weitermachen soll, weil hier ist ja nur alles zugebaut. So, naja, und wie macht man das mit der Galerie hier? Das weiß ich auch noch nicht. Da bräuchte ich Zaun, um den hier einmal rumzuspannen. Aber eigentlich müsste ich hier dicht machen, die beiden noch, und dann... Ach, Mann, Entscheidung und nichts ist richtig, aber ich glaube, das würde besser aussehen, wenn ich das zumache. Komische Musik gerade übrigens. Was habe ich mir nur dabei gedacht? So, bis hierhin und nicht weiter, und hier mache ich jetzt nochmal ganz schnell den hier. Oh. So, das da kann raus. Hab ich denn die Axt an bei? Die Axt ist am Manne. So. Au. Versicherung. Ein bisschen laut gerade die Musik, ne? Aber das macht nichts. Ich gehe bei dieser Musik trotzdem immer schlafen. Hat er mich gesehen? Nee, zum Glück nicht. So, gute Nacht, Grüner. Ja! Guten Morgen. Und da sind wir schon. Und mache ich jetzt das Dach fertig oder mache ich zwischendurch mal was anderes? Ach, ich muss eh warten, bis die draußen alle verbrannt sind. Hahaha, brenne, brenne. Ne, du verbrennst grad. So, hier müsste ich eigentlich, der Ordnung halber, müsste ich hier komplett mit Steinen nach oben machen. Das sieht sonst irgendwie blöd aus. Oh. Der Einzige, der jetzt blöd aussieht, bin ich. Mist. Wie komme ich denn nach draußen? Ich will nach oben, nach draußen, nach oben, nach draußen. So, der kommt doch eh gleich angescheißert, kommt er nicht. Na gut. Wie mache ich das denn jetzt?
Ich würde jetzt hier auch gerne mit dem Holz bauen. Bin mir aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Zumal das hier, glaube ich, noch Altbestand ist, ne? Das ist ja, glaube ich, bei den anderen haben wir es schon geändert. Ist gar nicht mal so einfach. So, und hier mache ich mal auch diesen hier. Ach nee, ich kann noch nicht ganz darüber bauen. Ach, ist das ärgerlich. So, das müsste gehen und daran müsste ich doch jetzt eigentlich ein Treppchen setzen können. Denn da hinten sind die Treppchen da dran. Ich weiß gar nicht, ob da 6 reichen. Wahrscheinlich eher nicht so. So, 1, 2, dann hier noch Überstand. 1, 2. 1, 2. So, und jetzt müsste ich hier trotzdem wupp, wupp, wupp. Tja, Holztreppen fehlen mir sowieso. Ich glaube aber, ich mache erstmal eine kleine Dachpause und lasse das ausnahmsweise mal unfertig, weil, Moment, Sekunde, ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange hänge ich ja schon wieder. Schon wieder viel zu lange auf jeden Fall, nur an diesem Dach herum. Dächer dauern bei mir immer lange. Ich weiß, ob das normal ist. Bei mir ist es jedenfalls so. Und ich würde gerne mal was anderes machen und nicht immer nur am Dach rumbasteln. Wobei ich gerne auch diese Baustelle da schließen würde. Mist, brauche ich eine Holztreppe. Naja, was soll's. Dann machen wir eben noch Holztreppen. So. Oh. So. So und so und so und so. Gut, dann bin ich zumindest schon mal auf dem Dach. Das ist ja auch schon mal viel wert. Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ist das viel wert? Wahrscheinlich gar nichts. Hier kann ich jetzt so ein Dingens anbringen. So. Wupp. Und dann kann ich dementsprechend hier auch mal mit der Bedachung anfangen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir da mal schnell durchziehen. Das Blöde ist nur, dass man fürs Dach wirklich immer 50 Millionen Folgen braucht und die dann nicht immer unbedingt. Naja, ist kein Formel-1-Rennen hier vom Spannungsfaktor her, wollen wir mal so sagen. Schon eher Formel 2 oder Formel 3 oder vielleicht bewegt es sich auch schon im dreistelligen Bereich. So, die Steintreppen haben wir natürlich doch 9 Stück haben wir da. Oh, 15 Stück haben wir da noch. Und ich sehe gerade, ich habe doch einen Klatschhandschuh dabei. Das habe ich bei den Schafen neulich dann wohl übersehen. Okay. Wie mache ich jetzt weiter, ist die Frage. Am besten von unten und das mache ich mal mit Erde wieder. So, dann machen wir uns hier mal ganz kurz so einen Erdblock. So. So. Und dann können wir auch gleich hier noch einen dran machen. So. Der hängt da immer noch rum. Und ich dachte gerade, ich habe da hinten Enderman gesehen. So, jetzt aber hier haben wir dann da. Von der Seite. Wir haben schon wieder keine Treppen mehr. They are going us out very schnell. So, dann müsste ich theoretisch. So, 1 und 2 und 3. Kann ich zumindest hier die Seite nochmal fertig machen. Aber so wirklich richtig fertig werden wir damit auch nicht. Und dieser Creeper nervt mich da hinten ja immer noch.
So, Holz haben wir ja aber trotzdem noch dabei. So, machen wir mal einfach den hier. Ich meine, wir brauchen ja eh noch welches und später werden wir auch wieder welches brauchen. Und jetzt... So. 32 Treppen, mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, das sieht hier soweit ja schon mal ganz gut aus, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich hier auch noch eine gewisse Baupflicht haben. Und hier brauchen wir wieder diesen hier. Habe ich das auf der anderen Seite fertig? Jawohl, sehr gut. Ah, das ist sehr gut. Sehr gut ist das. Und dann mache ich mal hier einmal... Und dann müsste ich von hier aus nämlich den hier setzen können. Dann kommen wir damit wieder hin. Das gleiche machen wir jetzt auf jeder Etage. Und damit müsste man das hier eigentlich fertig kriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie es dann unten aussehen wird. Oh, 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 grober Fehler, grober Fehler. Platzverweis. So. Mache ich das überhaupt gerade richtig? Hm. Es kommt mir irgendwie so unrichtig vor. Oder ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie im Urin, dass wir gleich Probleme kriegen werden. Aber wir werden sehen. Nee, ich glaube, wir sind dem Problem gerade nochmal so entwichen, indem wir hier einfach den hier machen. So, sieht jetzt zwar sehr interessant aus, aber Hauptsache es ist richtig. Da ist zu, hier ist zu. Ich glaube, wir sind mit dem Dach fertig. Ist nicht wahr. Hua, Creeper. Aua. Ah. So, ich hole mal schnell die Stufe. Da ist nämlich eine Treppchen runtergefallen. Das würde ich mir gerne noch holen. Außerdem müssen wir natürlich die Seiten hier noch zumachen. Damit sind wir nämlich noch nicht fertig. Das mache ich mal ganz gewitzt von innen herinnen. So, da und da und da und da. Vielleicht kann man hier noch irgendwie einen Ausblick machen oder ein Panoramafenster oder sowas. So, ach, eigentlich könnte ich doch da an der Stelle mal so abschließen. So, 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 so. Ja, ich glaube, das wirkt irgendwie besser, wenn man da richtig abschließt. Hier ist das nicht der Fall. Da vorne ist es der Fall. Da müssen wir uns durch das Glas rausboxen. Habe ich gerade keinen Bock zu. So, hier könnte man theoretisch... Nee, da mache ich keine Frühstücksterrasse. Hier ist er da über dem Hühnerhof. Da wollen wir ja nichts haben. Ach Mensch. So, dann gleich das gleiche Problem kriegen wir dann wahrscheinlich hier. So, und dann machen wir mal diesen hier. Moment, das gleiche Problem kriegen wir überall. Tolle Wurst. So, ich glaube, damit haben wir das Dach hier abgeschlossen. Hier kommt auch einfach so ein schäbiges Fenster rein. Mehr brauchen wir hier nicht. So, es sind sehr kleine Fenster, aber es sind halt Dachbodenfenster. Das muss man ja auch bedenken. Da kann man nichts Episches machen. Und es wird dunkel und der Creeper hängt immer noch da rum. Das ist doch unfassbar. Wie kann denn der so lange überleben? Der müsste doch längst verschwunden sein, eigentlich, die alte Arschmähre.